Wie auch gleich bei Carl Zeiss Jena. Die haben in dieser Woche auch wieder ihre beiden Gesichter gezeigt. Dem wichtigen 1:0-Erfolg über Burghausen folgte im Landespokal die Blamage in Meuselwitz mit dem 1:2 und dem geplatzten Traum DFB-Pokal. Gestern wiederum in Offenbach zeigte das Team von Heiko Weber Moral und taktisches Geschick und wurde belohnt, Christian Müller. Und zwar durch einen 2:0-Erfolg, mit dem man nie und nimmer rechnen konnte nach der schwachen Vorstellung am Dienstag in Meuselwitz. Doch in der dritten Liga hier in Offenbach, da haben sie sich zusammengerauft. Die Taktik von Trainer Weber, Zuckerbrot statt Peitsche nach dem Pokal aus, hat sich bezahlt gemacht. Wir haben Lockerheit reingebracht. Ich kann nicht auf die Mannschaft einschlagen. Sie ist, wie sagt man, sehr, sehr fragil, nervlich angeschlagen gewesen. Da muss man optimistisch sein als Trainer, an die Stärken appellieren. Und das hat ja die Mannschaft. Sie ist ja nicht so schlecht, wie sie stand. Nur da gab es ein paar Sachen, die haben wir schnell abgestellt. Und zum Glück haben sie es jetzt gezeigt, dass sie es können. Obwohl das auf dem Biberer Berg, der zurzeit umgebaut wird, nicht so einfach ist. Olivier Ocean, Offenbachs bester Torschütze, muss im Zaum gehalten werden. Und das gelingt den Jenaern ganz gut zu Beginn des Spiels, als die Kickers mächtig Druck machen. Klar, es ist ihre fast letzte Chance noch, um den Aufstieg mitzuspielen. Dafür muss ein Sieg her gegen Carl Zeiss. Doch Jena verteidigt mit Geschick und auch mit ein bisschen Glück und übersteht die ersten 20 Minuten ohne Gegentor. Offenbachs Ex-Trainer Thomas Gerstner, denn er wurde heute entlassen, vermisst da noch ein wenig den konsequenten Drang zum Tor, der auch Jena lange Zeit abgeht. Dann aber diese schöne Aktion von Orlando. Und da muss er natürlich mehr draus machen in der 22. Minute. Orlando in diesem Spiel besonders motiviert, denn sein zukünftiger Arbeitgeber heißt Wien Wiesbaden. Und das ist ja ein direkter Konkurrent von Offenbach um den begehrten Relegationsplatz 3. Den die Kickers mit einer miserablen Rückrunde leichtfertig verspielt haben. Und auch gegen die abstiegsbedrohten Thüringer schwindet das Selbstvertrauen von Minute zu Minute. Das merken natürlich Sebastian Hähnke, Orlando und Co. und wagen sich nun immer öfter in die Hälfte der Offenbacher Kickers. Wieder Orlando mit einer guten Einzelaktion. 38 Minuten sind da schon gespielt. Und Wulnikowski verhindert die Führung für den FC Carl Zeiss. Der Einsatz von Orlando im linken Mittelfeld macht sich also bezahlt. Trotzdem muss Carl Zeiss immer auf der Hut sein. Vor den spielerischen Qualitäten der Offenbacher. Und schnell sind sie auch. Doch Abwehrchef Alexander Vogt, der eine bärenstarke Leistung abliefert auf dem Biberer Berg, klärt in der 39. Minute vor Gunkel, der übrigens auch mal in Jena gespielt hat. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhen die Offenbacher also nochmal die Schlagzahl. Besonders gefährlich wird es immer bei Ecken und bei Freistößen. Doch der junge Patrick Siefkes im Jenaer Tor macht seine Sache wie schon letzte Woche gegen Burghausen hervorragend. Keiner spricht mehr von Carsten Nulle, der wie jeder Spieler beim FC Carl Zeiss ersetzbar scheint. Auch diesen Freistoß von Gunkel kann er zur Ecke klären. Das hätte ja auch schief gehen können letzte Woche und heute. Aber hätte es Konjunktiv. Hätte, wäre, hätte ich. Wir haben es getan. Ich gehe gerne Risiko. Ich weiß aber auch, dass es gefährlich sein kann. Ist gut gegangen. Weil die Mannschaft ihrem jungen Torhüter auch hilft, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Stattdessen probiert es Orlando zu Beginn der zweiten Halbzeit mal wieder mit einem Solo. Den Gegner auskontern, heißt jetzt die Devise. Die etwa 500 Fans aus Jena haben da schon irgendwie das Gefühl, hier geht was in Offenbach. Und die Bestätigung folgt quasi auf dem Fuß. 49. Minute, wieder Orlando, der rechts wie links zu finden ist. Hähnke scheitert noch an Wulnikowski, aber im Nachsetzen ist Nils Pichino zur Stelle und macht sein erstes Drittligator für den FC Carl Zeiss. Schöne Vorarbeit von Orlando in den Rücken der Offenbacher Abwehr. Hähnke hat freie Schussbahn. Wulnikowski kann zunächst noch klären, aber dann zeigt Pichino endlich Stürmerqualitäten. Viele haben schon gezweifelt. Ist er der richtige Mann für Jena? Kann er was? Ist die Liga was für ihn? Was sagen Sie dazu? Nein, man muss sich ja nicht nur an den Ton messen lassen. Also ich habe jetzt natürlich nicht immer im Sturm gespielt und das ist jetzt natürlich geklappt, das ist natürlich schön.
Schön ist auch, dass sich Jena weiterhin auf seinen Torhüter verlassen kann, der nun in der zweiten Halbzeit immer mehr zu tun kriegt. Doch der 21-Jährige strahlt viel Ruhe aus und rechtfertigt damit den Einsatz der jungen Wilden beim FC Carl Zeiss, zu denen auch Pichino und René Eckhardt zählen, der nach 63 Minuten eingewechselt wird für den Torschützen zum 1:0. Jena versucht gar nicht erst, das Ergebnis zu verwalten, sondern spielt weiter nach vorn. Wieder kommt Orlando angeflitzt und kann gerade noch gestoppt werden von drei Offenbachern. Bei den Gastgebern läuft Mitte der zweiten Halbzeit nicht viel zusammen. Das ist die Chance für Jena, vielleicht schon vorzeitig alles klar zu machen. Doch wie so oft in den letzten Wochen scheitert zum Beispiel Sebastian Haenge an den eigenen Ansprüchen, obwohl er kein schlechtes Spiel macht in Offenbach. Aber er trifft eben das gegnerische Tor nicht mehr und das jetzt schon seit geraumer Zeit. Ich habe in den letzten Wochen für mich persönlich schwere Zeiten durchgemacht. Lief vieles bei mir nicht und heute mit der Leistung kann ich zufrieden sein, auch wenn ich kein Tor gemacht habe. Aber ich glaube, es war eine absolute Steigerung bei mir und bei allen zu sehen und das ist entscheidend und wichtig. Doch weil es immer noch nur 0:1 steht, wird Offenbach ermuntert zu einer großen Schlussoffensive. Viel fällt den Kickers, die gern in der zweiten Liga spielen möchten, aber nicht ein. Das einzige Rezept bleiben gefährliche Ecken und Freistöße, wie hier von Haas. Und da hat Jena Glück, dass Lamprecht nicht an den Ball herankommt. Die Hessen versuchen jetzt wirklich alles, um noch irgendwie wenigstens zum Ausgleich zu kommen. Doch auch der Kopfball von Kopilas findet nicht den Weg ins Jenaer Tor. 10 Minuten sind da noch zu spielen und Trainer Weber wird immer mutiger, bringt nun sogar den 18-jährigen Sebastian Fries von den A-Junioren in die Partie. Jugend voran heißt also das neue Motto beim FC Carl Zeiss und die Jugend zahlt den Vertrauensvorschuss zurück. Zunächst immer wieder im Blickpunkt Patrick Siefkes, der Torhüter, der sich auch in der hektischen Schlussphase keinen Fehler leistet, sondern den knappen Vorsprung festhält. Und dann sind wir schon in der Nachspielzeit. Auf Jenaer Seite wartet alles auf den Schlusspfiff und Newcomer Sebastian Fries, der müsste da den Ball nur noch ins Aus befördern, macht er aber nicht, sondern behält die Übersicht, sieht den mitgelaufenen René Eckhardt und der macht den Sieg endgültig perfekt in Offenbach. Das 2:0 durch einen jungen Mann, der eigentlich schon weg war von der Bildfläche, ein halbes Jahr lang nicht gespielt hatte in der dritten Liga und nun gleich zweimal hintereinander trifft. Letzte Woche gegen Burghausen und diese in Offenbach. Ich bin selbst ein bisschen sprachlos. Es waren natürlich zwei enorm wichtige Tore, nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Mannschaft, für den Verein. Ich denke, die zwei Siege waren super wichtig, um den Klassenerhalt zu erhalten oder um nächstes Jahr nochmal dritte Liga zu spielen. Und ich denke, dass das jetzt reichen wird oder reichen muss, um die Klasse zu halten. Sportlich scheint Jena also aus dem Gröbsten raus zu sein. Jetzt gilt es für den alten oder neuen Vorstand, auch finanziell die Voraussetzungen fürs nächste Spieljahr zu schaffen. Und da soll noch eine ganze Menge Geld fehlen. Na, jetzt bin ich erstmal froh, dass ich für die dritte Liga planen kann. So wie es aussieht, alles andere muss der Verein klären. Ich bin dafür da, Punkte zu holen, mit der Mannschaft zu arbeiten. Es gibt viele Leute im Verein, die sich sehr bemühen. Die werden das Schiff wieder flott machen und dann greifen wir wieder an. Es ist übrigens der erste Sieg von Carl Zeiss Jena auf dem Biberer Berg, wo es in der nächsten Saison vielleicht ein Wiedersehen gibt mit den Offenbacher Kickers. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Fußball kann so schön sein.